Habe schon mal vorab für 2017. Ich sitze hier in der Star Wars Lounge und die bleibt auch 2017. Rücksprache mit sehr vielen Firmen, die sehr viel Mist gebaut haben. Hasbro. Hasbro hat ab 40 alle rausgekegelt. Hasbro wollte die Fans von Star Wars etc., ja, diese ganzen Figurenfans nicht mehr haben. Hat also auch die Kinder ab 6 plus. Auch die Sendung ist ja ab 6 plus, weil ZDF ARD das so möchte. Wir wollen aber 2017 wieder für 55 plus, also ab 40 plus, für die Y-Gesellschaft, die neue Y-Gesellschaft, die YouTuber, wollen wir dann wieder die Filme machen. Und die Kunsthall wird auch wieder neu eröffnet. Wir haben eine Kunsthall schon sehr lange, seit 1979, aber die Kunst wurde ein bisschen vernachlässigt, weil ja die Digitalkunst jetzt gekommen ist. Wir werden uns jetzt also auf die Digitalkunst konzentrieren. Die sogenannten Figuren bekommt ihr natürlich überall. Amazon macht es ja möglich, kriegt er ja schon nachgeschmissen. Wie gesagt, die Figuren sind aber noch nicht das, was wir oder ab die Gruppe ab 40 plus gekauft hat. Ja? Die haben also filigrane Figuren, bewegliche Figuren, weil sie ja wie gesagt ihre Geschichten herstellen, die Rahmen herstellen etc. pp. Wir bleiben natürlich bei der Kunst. Wir fördern weiterhin den Rupert 2017 und seine Kunst. Wir werden jetzt nicht viel verraten, wir werden nur sagen, dass die Kunst von Rupert gefördert wird. Und da wir ja diesen Spaß hatten, den ich da auch gesagt habe, würde ich mir aufhängen, stimmt Annie Salge, die da künstlerisch gut unterwegs ist. Sie hatte das hier gemacht. Das ist die Annie und da waren ihre Kunstwerke. Konnte man bei Facebook, wir haben es ja eben kurz mal für die Sendung hier uns ausgeliehen, ne, für die Sendung. Das ist Annie Salge, die da solche Bilder malt oder richtig künstlerisch unterwegs ist. Auch sie haben wir hier 2016 zu Weihnachten eine Hommage. Ne? So, die anderen Künstler stelle ich sicherlich selbst vor. Ich bin euer Medienkanzler seit 1975. Seit 1975 macht der Medienkanzler Film und Foto. Wir sind eine Film-Fotoproduktion. Und wir haben unsere Studios, wir machen dasselbe wie alle anderen auch, Filme. Nur als Filmemacher steht man nicht so im Vordergrund. Wir sind jetzt auch nicht hier Spielberg und so weiter. Die Amerikaner haben das Hoheitsrecht und diverse andere hier in Deutschland auch. Es ist eine Gilde. Kunst ist eine Gilde, da kann man nicht einfach reinrutschen. Man gehört dazu oder man gehört nicht dazu. Da, wo ich jetzt persönlich als Medienkanzler herkomme, das ist Willy Bogner, Feuer und Eis und solche Sachen aus dem Sportbereich, Sportwerbung, und so weiter und so fort. So, jetzt steigen wir in die normale Kunst ein. Wie gesagt, wir fördern den Rupert. Und alle, die in Augsburg leben und Legault kennen und die Weiße Gasse 8 kennen und wie gesagt das Legault kennen, empfehlen wir einfach mal reinzugehen, seine Sachen anzuschauen. Alle sind jetzt hiermit aufgerufen in Augsburg. Hier in Nordrhein-Westfalen ist diesbezüglich noch nichts zu haben. Wir fördern Künstler aller Sparten, wir sprechen auch alle Künstler aller Sparten an. Wir sind 2017 eine Kunsthall, wir haben auch gerade mit einem Großhändler gesprochen, wir warten noch auf seine Antwort, weil auch Kunst Geld kostet, Kunst kostet auch Zeit, aber wir werden uns spezialisieren, hieraus eine Kunsthall zu machen, weil Kunst passt halt zum Copyhouse, sagt das Wort schon, und halt auch zum Medienhaus, wo wir Filme und Fotos produzieren. Wie gesagt, sehr viele Künstler hatten uns angesprochen und diesbezüglich haben wir gesagt, okay, machen wir. Wir müssen uns natürlich umschauen, weil wie gesagt, mit den Figuren war ja auch so eine Sache, Figuren werden hier nicht so gekauft und Star Wars ist hier nicht so angesagt. Hier waren sehr viele Kunden, die sehr viele Figuren haben wollten, aber meistens Marvel-Figuren. Gestern war es halt Zodiac-Figuren aus dem gleichnamigen Film oder halt die chinesischen Spielfilm-Figuren, Pinball, Nintendo. Also wir wollten jetzt nicht auf diese Sparte, wir bleiben also gehoben, wir bleiben ab 40 plus, wir bleiben unserem Faktum treu, ab 55 plus Filme zu machen und also gehobene Sachen. Wenn nur 2-3 zuschauen, sind wir froh. Wir machen jetzt hier keine Massenware. Wir machen jetzt auch keine Filme,
wo totaler Schwachsinn gezeigt wird, damit wir Millionen Klicks haben. Wenn einer vorbeikommt und hat Talent, den werden wir fördern. Ob nur der Russe mit einem Zahnstocher die Marseillaise oder hier Star Wars Imperial spielen kann. Sowas kann man natürlich gucken, natürlich 35 Millionen zu, ist okay, ist ja auch in Ordnung, ist aber eine einmalige Sache. Wir sind eine Firma, wir sind Künstler und wir brauchen Nachhaltigkeit. Und mit der Nachhaltigkeit können wir dann auch arbeiten. Wir können also nicht diese einmalig 15 Sekunden, wir nehmen jetzt auch keine Maske aufs Gesicht, brüllen da rein, machen einen auf, ne? Das haben wir ja 2016 alles gesehen. Wir haben uns wirklich das Schwachsinnigste online angeschaut. Es ist traurig, dass online, dass wir in einer sogenannten Mediendroge leben. Die Mediendroge macht viele blind. Ja? Viele sitzen dann mit dem Aluhut oder rennen da irgendwie mit Fahnen rum, anstatt mal drüber nachzudenken, was wirklich ist. Wirklich ist die Nachhaltigkeit. Und die Nachhaltigkeit muss bleiben. Man muss etwas machen für die Nachhaltigkeit, so wie die Kunst. Die Kunst ist etwas für die Nachhaltigkeit und wenn man gewisse Künstler hat, wir werden Sachen haben 2015, die nicht jeder hat. Ja? Das kann man nicht bei Amazon und so weiter. Nur dann, wenn wir es reinstellen, könnte man es dort kaufen. Wir tun es aber nicht. Man kann es hier bei uns erwerben, man kann Aufträge erteilen, Film-Fotoaufträge erteilen, wir spielen ja auch. Also wir sind eine richtige Firma, Dienstleistung. Das heißt also, wir produzieren, stellen selber her und vervielfältigen auch. Wir haben auch den Druck, wir haben auch richtig Druck. Wir können richtige Drucksachen machen, wir können für alle Künstler Werbung machen. Wir können den Künstlern ihre Werke vorstellen. Wir haben den Green Blue Room, wir haben diese Cosplay-Geschichte mit den großen Figuren. Aber das wird halt nur einmal im Jahr gemacht, wenn oder sollte Star Wars was werden. Wir müssen ja jetzt hier auf Episode 8 warten. Ja, wir müssen gucken, wie Rey sich entwickelt. Wir müssen im Januar, Februar erstmal den Spruch von Luke Skywalker hören, was er da sagt. Ja, was das für eine Tragweite hat. Jetzt im Moment läuft Rebels. Jeden Tag um 19.20 Uhr auf Disney XD. Macht Spaß zu schauen. Original hat man ja schon gesehen. Jetzt sieht man halt die Übersetzung. Was dann also wiederum was zeigt, worum es überhaupt gegangen ist. Weil man hat nicht immer hineingeschaut und das Englische dann übersetzt, sondern man war in dem Thema und hat dieses Thema natürlich erfasst. Man wusste ja, worum es geht. So, Rebels soll verschmelzen mit Rogue One soll verschmelzen mit Rebels und so weiter. Also Walt Disney macht an sich dasselbe, was es schon gegeben hat, halt nur auf Disney-Art. Ja? Und da wir nicht Disney sind und mit Disney auch Disney keinen unterstützt, da war George Lucas schon ein bisschen, wenn man sich an seine Richtlinien gehalten hat, konnte man und man durfte dann auch eine Unterstützung machen. So, Walt Disney ist halt eine Firma, die davon leben will und deswegen steigen wir natürlich aus. Wir gehen in unsere Kunst. Es muss nicht immer die Star Wars Lounge sein. Wir fangen natürlich an mit der Star Wars Lounge und wir sitzen hier in der Star Wars Lounge. Und wir haben natürlich nur noch gehobene Sachen. Ja, wir haben nur noch Hot Toys 2017 und Sideshow. Keine Spielwaren, kein Hasbro. Solange Hasbro Müll produziert, werden wir uns das nicht an die Wand hängen. Wir haben zwar ein paar Exponate hingehangen, das wisst ihr ja, hier mal eben Rogue One von Hasbro. Okay, ist in Ordnung, wir haben sie nicht ausgepackt, wir haben sie jetzt, aber so wie wir sehen, ist sie gelenkig, gut verarbeitet. Gut, wenn man an einer Figur die Schrauben sieht, kann man ja vielleicht nachbessern, dass man die dann vielleicht veredelt. Einige veredeln die ja, die gibt es ja schon bepainted, also bemalt, nachbemalt. Die sehen dann auch filigraner aus für die Fans sind, die sowas halt auch aufstellen oder hinstellen möchten, so wie wir es machen. Wir sind ja nun mal die Produzenten, wir produzieren Film, Foto und so weiter. Wir werden sicherlich auch eigene Filme wieder produzieren, dass wir die dann auch senden und zeigen dürfen im YouTube-Kanal. ARD ZDF möchte halt ab 6 Plus seinen Funk verbreiten, hat also schon 50 Kanäle erzeugt. Wir möchten also versuchen, ab 40 wieder, also die Y-Gesellschaft ab 15, also unendlich ab 15 aufwärts. Mit 6 Plus macht es natürlich viel Spaß.
6 plus, 9 plus, 12 plus, haben ja natürlich wunderbare Vorstellungen, aber sind ja nicht diejenigen, welchen, die da wirklich Fans sind. Sie sind momentan euphorisch, aber waschechter Fan kann man sagen, ab 40 aufwärts, wenn der sich da was hinstellt und daraus was macht. Ja, richtige Eye-Catchings, ja, so wenn man da reinkommt, wow, was hast du denn? Ja, den Flur erstklassig gemacht. Ich stelle euch irgendwann mal eine sogenannte Diele oder Flur vor. So eine richtige Kunstdiele, wirklich, eine richtige Kunstdiele. Um die 10 Meter lang, die ist gerade in der Umbauphase. Wird also alles 2017 gezeigt. Das ist hier, diese Sendung ist nur für unsere Kunden, die tagtäglich hier in diese Lounge hineinschauen, dann ins Studio gehen, weil wir dort arbeiten müssen. Für die ist es jetzt gedacht, dann auch für Rupert und seine Leute in Augsburg, damit seine Fans von seiner bildenden Kunst auch Sachen haben. Ja, siehst du ja, da war gerade Star Wars, ey, nur Star Wars, so eine Scheiße. Ja, so ist das halt hier in unserer Region. Ja, die Mundart ist anders. Star Wars, wie Scheiße, ey, alles nur voll Scheiße, alles nur Star Wars. Gut, jetzt war halt Star Wars. Ja, ist nicht so schlimm. Also, ihr seht, ich nehme das persönlich mit Humor, weil er recht, wo er recht, hat er recht. Nicht jeder mag nämlich Star Wars. Star Wars ist so ein bisschen am Abdrücken. Also wenn Star Wars die Kurve nicht kriegt, wird Star Wars enden. Leider. Da, wo es angefangen hat. Nun, die Figuren. So, da wir ja nun mal eine Kunstsache sind, hier Filmfoto und so weiter, haben wir natürlich auch gerade eine Kunstsache. Wir stellen ja auch her, wir haben auch Seminare. Für alle Kunstkünstler oder Kunden, die Künstler werden möchten oder Künstler sind, aber nicht wissen, wo sie hin. Natürlich könnt ihr zu uns, wir erklären, wie die Kunst gemacht wird, wie auch diese Figuren, Guss, es gibt ja auch Gussfiguren und so. Für alle die Kunst, die auch sowas hier transferieren möchten, ja, also die da sowas auf einer Leinwand haben möchten, ihre eigene Kunst, wir springen jetzt von der eigenen Kunst, erklären wir natürlich auch, wie es geht mit Transferfarbe, ja, mit Transferfarbe das Objekt dann auf dieses zu bekommen. Ist da also überhaupt kein Problem. Wir erklären es euch. Wir erklären auch, mit welchen Materialien ihr eure eigene Kunst dann bekommt auf eure Leinwand. Ja, ihr müsst also erstmal flippen. Das heißt also, das Bild, was ihr gemacht habt, müsst ihr erstmal drehen. Dafür gibt es dann gewisse Kopierer, die das können. Wir haben es halt noch nicht, weil unserer ist jetzt im Moment nicht da, die Nachfrage war nicht da. Wir haben jetzt einmal ein Jahr lang pausiert. Ja, wir haben jetzt ein Jahr lang mal pausiert, aber es kommt im Jahre 2017 wieder und dann werden wir dann auch die Sachen wieder flippen können. Das heißt also spiegelverkehrt. Dieses kann man dann auf die Leinwand transferieren, bearbeiten, herstellen, verfeinern. Wir zeigen es euch, jedem Kunden, kein Thema. Dafür haben wir ja in unserem Medienhaus bzw. Copyhaus die Geräte. Ihr setzt euch dahin, ihr schaut euch die Lernvideos an, wir sagen es auch. Wir sprechen jetzt in diesem Moment für die, die gerade hier öfters reinkommen, die keinen Computer haben. So gibt es nämlich auch. Es gibt immer noch Kunden, die keine Computer haben, auch keine Internetverbindung, aber Künstler sind, die noch mit Farbe malen, aber nicht im Internet. Es gibt auch die Digitalkünstler, die spreche ich jetzt auch in diesem Moment mal eben an. Ihr merkt schon, ich muss ein bisschen Fahrt aufnehmen, weil die Dreharbeiten heute einfach hier spontan mal wieder während der Arbeit, während die Kunden hier rein und sobald ein Kunde hier reinkommt, wird ausgemacht. Ich glaube aber gerade eben, hatte ich wohl vergessen, kann ich hinten mal dran machen. Also wir unterhalten uns hier sehr viel über Kunst. Wir zeigen auch, wie das geht, wie es hergestellt wird. Man kann auch bei uns diese Kunst auch selber machen. Wir bringen es auch bei, wir zeigen es auch, wie es gemacht wird. Aber erst 2017, weil viele jetzt mittlerweile ihre eigene Kunst auf Leinwand haben möchten, aber nicht so künstlerisch begabt sind, somit halt ihr Kunstwerk im Computer irgendwie gestalten, aber dann nicht wissen,
wie sie das transferieren. So, und deswegen zeigen wir es an alle. Es gibt so viele Tutorials, es gibt so viele YouTube-Kanäle. Wir empfehlen euch natürlich, die YouTube-Kanäle aufzusuchen, um euch da ein bisschen Wissen beizubringen. Für alle Maler, Künstler, die diesbezüglich umsteigen wollen, bieten wir auch sowas an. Geht einfach, also kauft, wenn ihr mögt, bei Amazon. Die Ware ist okay, sie kommt auch. Also wir haben keine Probleme bis jetzt damit gehabt. Die Preise müsst ihr darauf achten, dass sie dann euch entsprechend auch passen und so weiter. eBay, weiß nicht, ist eure Sache. Mit eBay bin ich da nicht so ein Freund von. Da wir so Art Tante Emma ja mittlerweile aussterben, aber nur mal eine Kunsthall sind. Wir sind nur mal freie Künstler, produzieren Film, Foto, achten hier auf Künstler und arbeiten mit Künstler 2017 zusammen. Versuchen deren Kunst dann euch näher zu bringen. Wir werden also Kunstvideos zeigen. Wir werden auch Kunsttutorials zeigen. Mahlzeit, Grüße. Hi. Einfach Computer, einfach ran, ist okay. Es war zwar an sich ein Spontanvideo, wie gesagt, Kunde. Das wollte ich auch gesagt haben. Auch Kinder, Jugendliche machen solche wunderschönen Sachen. Ja? Das ist auch so ein Unikat hier. Hat eine junge Lady gemacht, Prinzess, sie mag halt Disney auch, ne? Prinzess. So, sie hat eine 3D-Geschichte da gemacht und hat sie mir dann auch erklärt, 12 plus die junge Dame, hat das, wie gesagt, beklebt, ja? Die Kartonage da drunter gesetzt, ist auch Leinwand. Ja? Auf dieser Leinwand hat sie dann das Ganze dann auch transferiert, draufgeklebt und hat dann daraus eine 3D-Geschichte gemacht. Ja, 3D-Bilder selber herstellen macht ja auch viel Spaß, ist natürlich auch sehr viel Arbeit. Man muss es ja immer prozentual verringern oder vergrößern, je nachdem. Und dann wird das übereinander geklebt und ergibt ja dann diese sogenannte 3D-Schicht. So, wie gesagt, auch das haben wir hier im Programm ab 2017. Bei uns dürfen natürlich auch die Künstler ab 6 plus natürlich Kunstunterricht. Für einen Kunstunterricht machen wir natürlich auch und für einen Kunstunterricht machen wir auch die Videoclips. Jetzt im Moment, euer Medienkanzler, meiner einer, produziert jetzt diese Videogeschichte hier bei YouTube, spricht über Star Wars, Star Wars Launch und über Kunst im Allgemeinen. Denn wir bieten was ganz Neues an, und zwar Film und Figuren. Das heißt also, wenn man, wenn es jetzt über dieses hier einen Film gäbe, ja, könnte man den Film dabei und demjenigen schenken. Also wir produzieren Geschenke, die andere nicht haben. Das sind halt Unikate. Das bedeutet, wir haben die Figur passend zum Film dazu. Ja? Wir haben den Herrn Walz in seinem Kriegsfilm, den er da wunderbar gemacht hat. Ich will jetzt nicht in die Tiefe gehen, weil momentan sind ja einige Aluhüte da unterwegs, die Buchstaben verbieten wollen, die Zahlen verbieten wollen. Also sind einige im sogenannten DDR 2.0 Modus unterwegs, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Deutschland sich nochmal regeneriert, ich weiß nicht, ob Deutschland nochmal normal wird oder ob jetzt alle Behördlichen durch Frau Merkel persönlich in den Aluhutbereich der DDR 2.0, Honecker 2.0, Frau Merkel scheint wohl so, die, weil auch politisch haben wir jeden Tag da, wir haben den Herrn Söder, der uns aus Bayern erzählt, aber was haben wir von hier in Nordrhein-Westfalen, was haben wir mit Bayern? Haben wir ja nichts. Ne? Ja, ist halt so, wir können Herrn Söder ja nicht wählen, zum Beispiel 2017. Wir bleiben weiterhin aber bei der Kunst. Also die Kunst ist ja, wie gesagt, etwas zu haben, was andere nicht haben. Wir stellen halt Unikate her, bei uns gibt es Unikate, wir sprechen über Unikate, Figur, Film und Theater. Das heißt, ein Film, ich kann nach Mediamarkt Saturn, bei Amazon kann ich einen Film bestellen, überhaupt kein Thema, das ist doch kein Geschenk. Ist doch kein Geschenk, oder? Ich habe jetzt hier sehr viele Bollywood-Fans. So, wenn man dann aus Indien etc. pp. Noch was dazu hat, was dann ein Unikat entsteht, das heißt also, man verschenkt einen Bollywood-Film, aber mit irgendwas Schönem dabei. Von mir aus auch Anziehsachen, ja, dass die zu Karneval so rumrennen können. Es wäre ein bisschen kalt hier in unserer Region, aber halt zu Hause. Ne?
schaut man sich einen Bollywood-Film an und hat halt so ein Dress an. Zum Beispiel. Man muss, also den man mag, sollte man auch verwöhnen, wenn es auch nur einmal im Jahr, zum Geburtstag. Ist doch klar. Ja, zum Geburtstag, so hat man so eine kleine Prinzessin zu Hause, 3 plus, 6 plus, dann schenkt man halt ihr so ein Bild, hängt es an der Wand, aber dazu vielleicht noch etwas, was so ein Kind 3 plus, 6 plus in die Hand nehmen kann, zum Beispiel, oder schauen kann. Ja, gestern hatten wir eine riesen Unterhaltung. Ich sage, war er nicht und hatte leider recht. Ich habe natürlich die Altmaster da hängen. Ja, so wie die hier hängen, habe ich die Altmaster da auch hängen. Und jemand meinte, das wäre die Synchronstimme von Winnie Pooh. Nein, war er nicht, weil der Herr war auch viel zu alt, der jetzt da an der Wand hängt. Und den gab es für Winnie Pooh als Stimme nicht. Ist aber nicht so schlimm. Es war nicht die Stimme von Winnie Pooh. Aber, das ist ja der Clou, wir sind nun mal hier eine Filmfiguren und wie gesagt, Star Wars Launch und so weiter, Produktion, Green Room, Blue Room. Jeder kann uns besuchen, viele kennen uns ja auch schon. Wir haben viele Sachen, waren wir ja mit dabei und haben gearbeitet. Filmpool, schaut rein, komparsen.de, schaut rein. Einfach nur auf filmpool.de, dann seht ihr, was da so los ist. Dann könnt ihr, wie gesagt, komparsen.de reinschauen. Also hier sind sehr viele Künstler und wir unterstützen auch Künstler. Wir haben natürlich ein kleines Problem. Zum Beispiel Rupert lebt in Augsburg. Jetzt Rupert hier rein. Da habe ich gerade, ja, habe ich gerade ein wunderschönes Geschenk bekommen. Kennt ihr noch Errol Flynn? Ja, kennt ihr nicht? Ja, okay, jetzt ist hier. Errol Flynn, Originalposter, wurde mir gerade zu Weihnachten geschenkt. Meine lieben Freunde, das Errol Flynn, alte Zeiten, das waren unsere Western, das waren unsere Zeiten. Diese Fotos, das sind Unikate. Und zwar von Montana, amerikanischer Spielfilm mit Errol Flynn und Alexis Smith. Hinten steht alles drauf hier. Michelle Pfeiffer, exklusiv. So gerade eben, das sind Fotos von 95. Gerade von einem Künstler geschenkt bekommen. Ja, Exklusivfotos. Damals geschossen. Das waren noch Zeiten. Das sind Künstler, die demnächst alle hier aufgehangen werden. Errol Flynn mit Autogramm. Alles original aus den Zeiten. Wir haben hier Flensburger Straße, Berlin. Copyright-Rechte mit Errol Flynn. Gerade so eben tütenweise geschenkt bekommen. Ja. Auch wir haben hin und wieder mal Weihnachten. Ja, ist denn schon Weihnachten, ne? Casey Nutchins, ach, herrlich hier. Ja, jetzt kommt wieder ein Kunde. So, der Abschluss. Also, ich habe so viel zu tun im Moment, dass ich dann solche Videos hier zwischendurch nicht machen kann. Aber es war halt eine spontane Geschichte, weil, wie gesagt, sehr viele Künstler heute wieder da waren. Wie gesagt, die mir die Fotos gebracht haben. Einer war Michelle Pfeiffer-Fan, okay. Jetzt kommt wieder einer. Ach ja, auf den, also jetzt, Willy Tomczyk macht ja auch Kunst, ist in Kunst. Ihr kennt den Schauspieler Willy Tomczyk, wie gesagt, und so weiter. Also, ne, da kommen wir aber später drauf. Jetzt möchte ich die Anni Sagal nochmal eben grüßen, nochmal bedanken. Also wie gesagt, ich hänge mir sowas, oder hey, würde mir sowas hinhängen. Habe ich gesagt, somit getan, einfach mal vorbereitet, nur für diese Sendung, nicht käuflich zu erwerben. Nur bei ihr, wenn überhaupt, selbst. Jegliche Sache kann man sicherlich bei Anni Salge Facebook einfach mal eingeben oder bei Google und dann ihre Exponate anschauen. Ja? Die macht also auch tolle Kunst. Ich hatte es gesagt, dies ist hier nur ausgeliehen für diese Sendung. Nochmal bitte unterscheiden. Wir haben Real und wir haben Fiktion. Fiktion ist YouTube, YouTube-Kanal. Da, also jedes Mal, wenn ich Filme mache, unterbricht mich natürlich Darth Vader. Wer das ist, werde ich später mal vorstellen. Mal schauen, was er jetzt dazu zu sagen hat. Ich unterbreche mal eben wieder. Ah, ja. Ihr merkt schon, Weihnachten ist immer so eine etwas strubbelige Zeit. Also Darth Vader so eben, richtig, nur noch 7 Tage, dann ist Rogue One. Ja, ob das ein Erfolg wird, werden wir sehen. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr unter diesem Video, wenn Rogue One gelaufen ist,
Vielleicht mache ich an dem Tag, wenn Rogue One läuft, noch ein Video, dann könnt ihr dann da unter diesem schreiben. Dieses hier ist jetzt die Hommage an die Künstler, an alle Künstler, die auch schon heute da waren, wegen dem Transfer, wie transferiere ich Bilder auf Leinwand und solche Sachen. Also ist ja Weihnachten und viele wollen kreativ sein und ich finde es persönlich, euer Medienkanzler findet es echt persönlich super, wenn Leute selber noch was machen. So, wenn man kreativ ist, also die 6 plus 9 plus 12 sollen ruhig nach Toys R Us hinrennen. Toys R Us hat jetzt momentan die Regale voll. Kauft da, kauft, kauft, kauft bei Toys R Us. Weil hier, wie gesagt, sind wir froh, wenn wir die Kulisse noch stehen haben. Gestern ist also der Yoda auch verkauft worden. Somit fehlt Yoda, somit ist auch Luke ist schon weg. Darth Vader ist immer weg, ist klar. Und nur der teure Darth Vader, der bleibt. So, wir werden 2017 natürlich auch Figuren weiterhin haben, auch von Hot Toys und von Sideshow. Und wir bleiben weiterhin bei der Kunst, wir spielen weiterhin Filme, wir stellen Filme her, uns kann man auch mieten, wir produzieren, machen auch Auftragsarbeiten. Meine lieben Freunde, das können wir natürlich nicht für 50 Cent machen, wir können auch eine Figur nicht für 50 Cent verkaufen, weil wir stellen das ja nicht her. Der Hersteller hat seinen Wunschpreis, den wir bezahlen müssen. Und dann müssen wir natürlich gucken, wie wir das abgeben können für die Fans, die halt günstig an diese Figuren heran möchten. Aber wir hatten gestern hier wieder so ein kleines Fachgespräch. Geh doch mal auf den Kindertrödelmarkt, da kriegst du doch schon alles für 50 Cent. Ja, Kindertrödelmarkt kriegt man diese Figuren schon für 50 Cent. Wir sind aber Händler und keine Trödler. Wir bleiben Künstler. Richtig, Kunst ist immer ein Hungerhaken, das ist wichtig. Von der Kunst alleine kann man nicht leben. Deswegen machen wir ja das Medienhaus, das Copyhaus und wie gesagt, diese Kunsthall. Wir haben hier, wie gesagt, die Star Wars Lounge. Wir unterhalten uns unheimlich gern mit den Künstlern. Wir werden auch eine Cartoon-Geschichte ins Leben rufen. Wir haben da einen Cartoonisten, der wohnt aber auch so weit weg. Das ist es ja. Und nicht jeder hat diese Hightech-Maschinen, nicht jeder hat Hightech-PCs und die ganzen Tablets, die Malvorrichtung. Es gibt so viel, man muss sich schon in der Industrienorm, also wir sind in der Industrienorm, wir können jetzt hier keine heimischen Sachen nehmen, die nach diesem Gebrauch von 10, 20 verschiedenen Kunden dann in die Binsen gehen. Das geht nicht. Also wir haben Hightech-Geräte aus der Industrienorm. Industrienorm ist schon was ganz anderes. Plotter sind ganz anders. Sie haben richtige Tanks und all solche Sachen. Das geht halt nicht. Wir haben also keine Tintenstrahldrucker für zu Hause und solche Sachen. Also Film, Figuren, Theater, alles was mit Kunst. 2017 diesbezüglich wird noch ein Spezialvideo gemacht. Wird auch veröffentlicht auf einem YouTube-Kanal. Bleibt dann, sagen wir mal, bei Sammelfiguren oder wir nehmen halt den Firmennamen und produzieren dort diese Tutorials für Kunst und Künstler, von Kunst und Künstler. Wir stellen, wie gesagt, wie Annie Wall, Annie Sagazzo oder Rupert, wir stellen, oder Mezzanotte aus Italien, kann man auch nicht mal eben einladen, komm mal eben vorbei hier. Ja, die packen die Sachen ein, schicken das einem zu, wir hängen es dann auf. Wir sprechen darüber, über Mezzanotte, über Rupert, über Annie. Und darf die andere nicht auch vergessen? Mandy, genau, Mandy, Annie, Rupert und Matt Sanort. Ja, wie gesagt, es sind alles Künstler, die diesbezüglich ihre Kunst machen vor Ort. Und diese Kunst jetzt online zu verkaufen, das wollen wir jetzt nicht. Wir wollen, dass die Kunden, die hier vor Ort sind, sich wohlfühlen, sich hier in dieser Lounge wohlfühlen, wir unterhalten uns sehr oft. Natürlich läuft nicht immer die Kamera, deswegen sieht man immer nur mich. Wenn ich die Künstler frage, hör mal, möchtest du nicht mal über deine, nee, mach du das doch für mich, komm, sprich du für mich über meine Kunst. Gut, mache ich. Dann spreche ich halt über die Kunst, wie vorhin, die kleine Künstlerin, 12 Jahre, die da die Prinzessin-Geschichte da gemacht hat. Wir mit unserer Kunst, Film, Figuren und Theater, ein Film, ein Spielfilm mit Figur. Ja, wird alles 2017 vorgestellt, werden kleine Videoclips gezeigt über, sagen wir mal, das Produkt von Rupert oder das Produkt von Annie oder das Produkt von Mezzanotte.
oder halt von Star Wars. Ja, also wie gesagt, Darth Vader ist heute, ist glaube ich, ist Donnerstag, in 7 Tagen, wie gesagt, ist der Film on air. Wie gesagt, also ich unterbreche das jetzt Ganze. Ich wünsche euch alles Gute, tolle Adventszeit, tolle Weihnachtszeit. Wir erleben uns. Ich werde demnächst wieder berichten. Das war ein spontan Video. Bitte unter, ne, also spontan. Kunden kommen rein, Darth Vader hat was zu meckern. Ne? Die Buchhaltung spricht, aber egal. Der dritte Advent, machen wir wieder ein Special-Video und da komme ich dann ohne Unterbrechung und dann wird dann also wieder ein bisschen lustiger. Das Ganze. Ja, jetzt verabschiede ich mich, jetzt mache ich Tschüss, macht's gut, Leute, ich muss arbeiten.